Ab Mitte März kannst du mit der Tomatenaussaat beginnen, auf der Fensterbank in kleinen Töpfen. Ab Mitte Mai, wenn es wirklich frostfrei in den Gärten ist, dann kannst du sie auch auspflanzen oder du hast ein Gewächshaus und kannst dafür die Frostfreiheit garantieren, dann auch gern schon etwas früher. Um die Tomaten zu stützen, werden die an solchen Stäben hochgeleitet oder mit Schnüren und Tomatenhaken und je nach Sorte dann unterschiedlich stark ausgegeizt. Möchtest du die Tomatensorten erhalten und davon Saatgut abnehmen, so geht das theoretisch schon von einer Pflanze, aber da wir ja eine Vielfalt erhalten wollen, ist es notwendig, dass wir 6 Pflanzen oder mehr auspflanzen. So haben wir die Möglichkeit zu selektieren, einfach zu schauen, wie gesund wachsen die Pflanzen, sind die entsprechend sortentypisch oder so wie diese hier etwas hinterher. Also von diesen würde ich jetzt keine Saat abnehmen. Hingegen die wirklich sortentypisch und kräftig und gesund wachsen, die bekommen von mir ein Bändchen dran und von hier aus kann ich dann später die Saat abnehmen. Da die Tomaten streng genommen Selbstbestäuber sind, brauche ich da auch keine Abstände zu anderen Tomatenpflanzen, außer ich habe solche großen Fleischtomaten oder auch kleine Wildtomaten, die haben häufig auch offene Blüten und könnten fremdbestäubt werden. Darüber musst du dir schon mal keine Gedanken machen, wenn du Tomaten aus der Saatgutbibliothek hast. Da haben wir diese offenblütigen Sorten von vornherein ausgeschlossen. Für die Saat verwende ich nur vollreife Früchte. Die zuerst ausgereiften, die sind dann schon in die Küche gewandert und aus dem mittleren Pflanzenbestand. Und auch wenn ich mehrere Pflanzen in einem Bereich habe, dann idealerweise auch aus der Mitte der Pflanzen nehme ich dann die Tomaten für die Saatgutvermehrung ab. Nach diesen Kriterien werden auch alle weiteren Sorten beerntet und immer mit dem Sortenetikett versehen und streng separiert bis zur Samenernte, bis zur Samentüte weiterverfolgt. Und theoretisch könnten wir jetzt von der Tomate ein paar Samenkörner rausernten und die auf einem beschrifteten Küchenkrepp platzieren. Aber wir wollen ja viel mehr Samen ernten. Und da ist es am einfachsten, mit einem Löffel oder hier direkt mit dem Finger diese gallertartige Masse mitsamt Samen in ein Glas zu füllen. Da kommt noch einen Schluck Wasser darauf. Der Gärprozess hier drin, der löst diese gallertartige Schicht vom Samen und kann je nach Temperatur unterschiedlich lange dauern, so 2 bis 4 Tage, aber auch je nach Sorte dann unterschiedlich. Also gucke ich immer mal wieder hin, wenn sich das hier so abgesetzt hat, die Samen, dann gehe ich daher. Das, was oben schwimmt, kann abgegossen werden. Kann man noch mal ein bisschen Wasser nachfüllen, die Samen leicht absetzen lassen, wieder abgießen. Und zurück bleiben schon im Prinzip die reinen Samen. Die gehen jetzt noch mal durchs Sieb. Und wandern auf ein beschriftetes Papier. Und dürfen hier trocknen. So einfach kannst du seltene Sorten und dein eigenes Saatgut erhalten. Für mehr Informationen schau unter saatgutlaien.de und unter nutzpflanzenvielfalt.de nach.